Ladies and Gentlemen, this is Life Hacks Show number 4. Welcome zur Life Hacks Show. Life Hacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben, Markus Meurer. Jo Leute, was geht? Ich bin's, Markus, und das ist eine neue Folge von Life Hacks. Heute spreche ich mit der lieben Conny Bisalski von Planet Backpack live von dem Rooftop im Sundance Coworking and Co-Living Space in Marokko, Taghazout. Nach der deutschen DNX sind die meisten deutschen digitalen Nomaden direkt weitergezogen in den Süden, weil es in Deutschland noch viel zu kalt war. Und Conny hat uns dann in Tarifa besucht, ist danach auf ein Yoga-Retreat in Spanien gegangen, um dann jetzt hier wieder mit uns gemeinsam in Taghazout zu coworken und zu chillen. Wir beide haben uns vor einigen Jahren bei dem ersten digitalen Nomadentreffen in Berlin Tempelhof kennengelernt, beziehungsweise auf dem Tempelhofer Feld, wo wir so 10 bis 15 Leute waren, weil Conny ist auch eine der ersten Deutschen gewesen, die über das Thema ortsunabhängiges Arbeiten auf ihrem Blog geschrieben hat. Connys Blog findet ihr unter www.planetbackpack.de und alle Links und Infos zu dieser Folge findet ihr unter www.lifehacks.de/Conny. Jetzt viel Spaß bei dem Interview, in dem wir darüber sprechen, wie Conny da ihre Entwicklung zur digitalen Zen-Nomaden vollzogen hat. Bis dann, peace and out. Jo, cool. Ja, herzlich willkommen zu Lifehacks. Heute mit Conny hier in Marokko, Taghazout. Ja, cool. Schön, dass ich hier sein darf mit dir. Ja, dazu muss man sagen, wir haben uns ja schon in Tarifa gesehen, ne? Ja, stimmt, ist noch gar nicht so lange. Ja, momentan verfolgen wir uns, glaube ich, ein bisschen, ne? Ja, und zwischendurch warst du auf dem Meditationsretreat in Spanien. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Ja, ich war auf einem Yoga-Meditationsretreat, also es war mehr Yoga als Meditation. Genau, es war in den Bergen in Andalusien im Süden Spaniens und da habe ich eine Woche lang ganz viel Yoga gemacht und viel meditiert in einer relativ kleinen Truppe mit 6 anderen Frauen und es war total idyllisch und ruhig, wirklich so richtig mitten in der Natur und einfach nur göttlich, sodass ich jetzt super gechillt und super entspannt bin. Und ja. Klingt geil, das klingt richtig gut. Du nennst dich ja auch selber digitale Zen-Nomadin. Mhm. Und ich glaube, das passt dann auch zu dem, was du in dem Retreat gemacht hast. Vielleicht erklärst du nochmal für alle, die es interessiert, was heißt überhaupt dieses Zen, was man jetzt, glaube ich, auch immer mehr irgendwo hört und aufschnappt. Aber ich weiß es ehrlich gesagt auch noch nicht 100%. Okay. Ja, ich habe irgendwann, ich glaube letztes Jahr, 2014, angefangen, dieses Zen mit reinzubauen. Manchmal auch Yogi, also digitale Yogi-Nomadin oder eben digitale Zen-Nomadin. Einfach weil für mich der Begriff digitale Nomadin nicht mehr das beschrieben hat, nicht mehr meinen Lifestyle so beschrieben hat. Ja, klar, es geht mir um die Freiheit, es geht mir um die Ortsunabhängigkeit, es geht mir darum, ein Business zu haben, das ich quasi von überall managen kann und von überall Geld verdienen kann und viel reisen kann und so. Und das ist alles richtig toll und geil. Aber am Ende des Tages geht es um viel, viel mehr bei mir. Und dadurch, dass ich mich irgendwann sehr, sehr viel mit Yoga beschäftigt habe und dann eben auch mit Meditation und mit vielen spirituellen Themen und mit gesunder Ernährung. Ich war mein Leben lang Vegetarierin, bin jetzt seit knapp 6 Monaten komplett vegan. Krass. Ja, und wie läuft das, wenn du unterwegs bist? Nee, läuft super. Ist das nicht wieder so ein gefundenes Fressen für die Leute, die irgendwie nie aus dem Knick kommen und dann immer, ja, das funktioniert nicht und deswegen kann ich es jetzt noch nicht machen und ich starte mein Business später und ja, und ich bin ja auch noch Veganer und das geht ja gar nicht. Gibt viele Ausreden für alles im Leben und besonders für die Dinge, die nicht so leicht umzusetzen sind oder wo man vielleicht neue Gewohnheiten entwickeln muss. Ich finde, wenn man etwas wirklich durchziehen möchte und ein Ziel vor Augen hat, und das ist bei mir einfach eine gesunde, ausbalancierte, holistische Ernährung und holistischer Lifestyle, dann zählen für mich keine Ausreden. Und dann schaffe ich das auch, wenn ich viel reise und unterwegs bin. Ist vielleicht manchmal eine Herausforderung, aber es funktioniert trotzdem. Aber um nochmal kurz auf das Zen zurückzukommen. Ja. Für mich ist es also die Integration von Yoga, von Meditation, von spirituellen Themen, von gesunder Ernährung, von einfach einem bewussten, intensiven, tieferen Leben in das ganze Thema Ortsunabhängigkeit, in dieses digitale Nomadenleben. Denn
Für mich ist es so, dass wir als digitale Nomaden, die so viel Freiheit haben, wie wir haben, ne? Wir können uns unseren Tag so gestalten, wie wir möchten, von morgens bis abends im Grunde genommen. In meinem Fall ist viel, kommt eigentlich mein Einkommen vordergründig durch passives Einkommen. Also im Grunde, ne, wir haben so viele Freiheiten und können da sein, wo wir sein möchten, auf der ganzen Welt. Und das ist im Grunde die beste Voraussetzung dafür, ein richtig gesundes, bewusstes und ein holistisches Leben zu führen. Und es geht eben weit darüber hinaus, über nur die Themen wie Arbeit und Reisen. Für mich ist es also wirklich dieser ganze Lifestyle, der ist für mich was wirklich Ganzheitliches. Und es geht eben auf allen Ebenen. Das heißt also klar, Arbeiten und Reisen und Abenteuer, das heißt aber eben auch Ernährung, das heißt die Beziehungen, das heißt meine eigene Spiritualität, das heißt Bewegung. Ja. Also wirklich auf allen Ebenen, die uns zu gesunden, glücklichen, liebevollen Menschen machen. Das versuche ich quasi alles in meine Ortsunabhängigkeit zu integrieren. Genau. Und da dreht sich deswegen eben der Ausdruck digitale Sendung an. Cool, cool. Und du sagtest gerade, diese Begriffe wie Freiheit in Form von, du kannst entscheiden, wann du arbeitest, von wo du arbeitest, woran du arbeitest, aber auch Family and Friends. Und ich glaube, dieses Thema, das kam auch in Fastlane Millionär vor, was ich dann heute nochmal als Summary gelesen habe. Da ging es dann um die drei Fs. Und ja, ich finde es eigentlich auch schade, dass gerade die Leute, die so viel Freiheit dann auch haben oder sich erkämpft haben, dann vielleicht in anderen Teilbereichen das irgendwie schleifen lassen. Und deshalb finde ich es, ehrlich gesagt, mega cool, dass du auch diesen ganzen Meditation- und Achtsamkeits-Dingen cooleres Image gibt, glaube ich, als das, was es vorher hatte. Das hat mich ehrlich gesagt auch immer vorher abgeschreckt. Ich bin ja selber jetzt auch so ein bisschen in der Spur und taste mich da langsam ran. Aber ich denke, das ist für viele Leute ein Problem. Stimmst du mir dazu? Doch, total. Also es ist gut, dass du es ansprichst, weil wirklich dieses ganze Thema Spiritualität oder Meditation ist ja, muss ja gar nichts Spirituelles sein zum Beispiel. Ne? Ja. Aber überhaupt der Ausdruck Spiritualität oder Meditation oder Yoga und so weiter, das wird viel halt so mit, ich weiß, mit Räucherstäbchen und mit Birkenstock und hat irgendwie so ein echtes PR-Problem irgendwie. Ja, ne? Absolut. Und ich habe mir dann irgendwann so gedacht, okay, das ist irgendwie scheiße. Wie kriege ich das hin, dass sich mehr Menschen dazu bekommen, sich dafür zu faszinieren und da Lust drauf zu haben. Ja. Denn ich möchte, dass die Leute meine Blogposts auch lesen und habe mir halt überlegt, okay, wie schaffe ich das, dass dem Thema quasi das Ganze so ein bisschen schöner darzustellen. Nee, ich muss gar nicht schöner darstellen, einfach nur ein bisschen die Perspektive verändern. Ja. Und das Branding vielleicht, ja. Ne, von Meditation oder so. Ja. Und habe dann für mich die Message so entwickelt, dass, also ich persönlich finde Meditation oder Leute, die meditieren regelmäßig, die regelmäßig Yoga machen, Leute, die Bock auf Spiritualität haben und wirklich sich selber besser kennenlernen möchten. Und ich finde es mega sexy. Ich finde es einfach richtig geil so. Es macht mich voll an. Und da war für mich dann diese Idee so ein bisschen geboren auch. Ey, geil, das ist mit zu meiner Message irgendwie auch. Mm. Und ja, und das merke ich selber schon auch, dass ich den Leuten da, glaube ich, einen offeneren, leichteren Zugang geben kann. Dass viele meiner Leser vorher, ne, kleine Backpack war ja vorher so der Backpacker-Blog und so ein günstig Reisen. Ja. Hab den ja dann quasi komplett gerebrandet. Eben auf das digitale Sendnomadenleben und Yoga und Meditation und auf Reisen und tiefer Reisen und bewusster Reisen und das Ganze eben, während ich nur im Rucksack unterwegs bin. Ne? Ja. Und das heißt also, viele meiner Leser, die verfolgen meine Backpack schon sehr lang, aber vordergründig wegen diesem ganzen Reiseaspekt und so weiter. Und ich kriege viele E-Mails und viele, viele Kommentare von den Leuten, die mir halt sagen, wow, sie finden das total geil mit Yoga, Meditation und sie haben das jetzt auch endlich mal ausprobiert. Cool. Und steigen das ein und dass ich ja einfach den Zugang zu den Leuten gefunden habe, die vielleicht vorher noch gesagt haben, nee, mach ich nie. So, ne? Und das freut mich sehr und macht mich sehr glücklich und genau. Ja, ich finde auch, dass du da auf jeden Fall einen total wichtigen Beitrag leistest, das Thema zu entstauben, genau, und die Markenführung, wenn man so sagen kann, irgendwie noch ein bisschen cooler zu machen, so dass sich noch mehr Leute daran tasten und nicht sich dafür schämen müssen. So vor 10 Jahren, wenn ich das meinen Kumpels erzählt hätte, ich glaube,
hätte er nicht mehr mit zum Fußball kommen können oder so. Dann hätte ich das wahrscheinlich nur aus diesen Imagegründen nicht gemacht. So. Aber das eine schließt das andere auch nicht aus, ne? Das ist auch das zum Beispiel. Also, ich versuche eben auch den Leuten zu zeigen, dass also ich trinke auch immer noch gern mein Bierchen, weißt du? Ja, hier geht's ja gerade nicht, ne? Hier geht es gerade nicht in Marokko, das nervt uns gerade ein bisschen. Ja. Und ja, weiß ich nicht, dass man halt da, es geht nicht darum, dass ich die ganze Zeit nur umsinge und, ne, also, sondern dass man da verschiedene Ansätze irgendwie zusammenbringen kann, wie man sein Leben lebt. Und ich finde, dass das eben sehr, sehr gut zu unserem Lifestyle passt, weil es für mich zumindest den Effekt hat, dass ich wirklich bewusster mein Leben leben kann und wirklich mehr im Jetzt sein kann und mir also viel mehr in Verbindung mit mir selber bin, was ein unglaublich schönes Gefühl ist und einfach dadurch auch den Leuten, meinen Lesern und überhaupt noch mehr bieten kann und denen noch mehr helfen kann. Und das ist so ein bisschen ein paar Punkte vielleicht, warum ich das Ganze mache. Ja, cool. Ich glaube, jetzt müsste es eigentlich auch fast jeder verstanden haben, wie das so gekommen ist. Wenn nicht, dann nochmal auf planetbackpack.de nachlesen. Ich glaube, da kannst du auch an verschiedensten Stellen, kann man da lesen, wie deine Transformation dann von diesem Backpacking-Blog, der dann zum erfolgreichsten deutschen Reiseblog geworden ist, hin zu einem Blog jetzt, mit dem du, glaube ich, jetzt auch wieder besser leben kannst. Ne? Du, ja, wie war das denn so, das letzte halbe Jahr vor dem Relaunch oder vielleicht schon so ein knappes Jahr? Ich weiß nicht, wann fing das an, dass du so gesehen hast, das passt nicht mehr 100 pro? Ja, eigentlich schon lang, ja. Ich war bestimmt ein Jahr oder so. Vielleicht sogar ein bisschen länger. Also es hat sich lang abgezeichnet. Planet Backpack war, ich war selber halt mein halbes Leben lang Backpacker und die Welt bereist und immer geguckt, so günstig wie möglich und so weiter. Und irgendwie hat man halt dann echt so seinen Ruf weg, glaube ich, dann auch als Blogger. Ne? Und mir war schon lange Zeit dann klar, ich muss was am Design machen und so. Und dann dachte ich mir irgendwann, jetzt sind auf einmal so viele andere Themen so viel wichtiger geworden, als ist das reine Reisen. Und ich habe halt auch gemerkt, ich bin kein richtiger Tourist mehr. So. Mhm. Mich interessieren die besten Sehenswürdigkeiten nicht. Und ich Top 10 in Edinburgh oder so. Und habe das oft ausfallen lassen. Habe gemerkt, dass ich mehr Einkommen habe und auch mehr Geld ausgebe auf Reisen. Dass ich halt nicht mehr in Hostels und im Dorm penne und solche Sachen. Und dann eben klar wurden eben diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsgeschichte und Yoga und so weiter immer wichtiger. Und dann und irgendwie habe ich dann schon so einen 6 bis 12 Monaten vor dem Relaunch halt gemerkt, so irgendwie macht mir das alles nicht mehr so richtig Spaß, konnte mich nicht mehr richtig mit dem Blog identifizieren, hatte auch so ein bisschen die Connection mit den Lesern irgendwie auch ein bisschen verloren. Ja. Und es war schon echt ein bisschen schwierig, also meine kleine Blogger-Krise oder eigentlich eine große Blogger-Krise, weil ich mir dann überlegt habe, nee, okay, was machst du jetzt? Machst du den Blog zu und startest du was ganz was Neues? Krass. Und da war ich auch schon auf Namenssuche und so weiter und so fort. Wie viel Traffic hattest du zu der Zeit? Naja, also zu dem Zeitpunkt, als ich mir nicht ganz sicher war, da war ich auch bei 80.000, 90.000, vielleicht knapp 100.000. Mhm. Und das war auch deine Haupteinnahmequelle, von der du gelebt hast, ne? Ja, und immer noch tue, ja. Das ist klar, ich mache eben viel über Affiliate-Einkommen und das ist, den Laden dann, also für mich wäre nur ganz oder gar nicht gegangen, also Laden auf oder Laden halt komplett zu. Und das heißt dann also auch goodbye Affiliate-Einkommen. Aber das war definitiv nicht der ausschlaggebende Grund für mich, dass ich also nur weitermache wegen der Kohle, sondern für mich war wirklich ausschlaggebend, dass ich über mehrere Jahre hinweg eine Community an Menschen und Leuten aufgebaut habe, die mir sehr am Herzen lag. Und dass ich konnte mich nicht losreißen auch von Planet Backpack und habe da schon das Potenzial gesehen, das Ganze so zu drehen, dass es wieder zu mir wird und wirklich das widerspiegelt, oder die Person widerspiegelt, die ich in den letzten 3, 4 Jahren geworden bin. Und ja, und dann dachte ich mir, okay, ich probiere es jetzt einfach. Ich bin noch nicht ready für was ganz was Neues. Mhm. Und habe dann einfach mit einem coolen Team an Webdesignern und mit einer tollen Fotografin und einem Filmemacher wirklich das ganze Ding
komplett neu aufgestellt, habe mir sehr viel Gedanken über die Mission und über meine Vision und über die Philosophie und was für Werte wichtig sind für mich und was mein großes Warum ist. Und hast du das alles alleine erarbeitet oder hast du da Hilfe? Lässt du dir helfen? In dem Fall, also was jetzt so Branding angeht, ja. Da gehe ich echt in mich über Wochen und Monate hinweg. Also da sammle ich all meine Gedanken, die manchmal mir in den Träumen kommen oder während ich unter der Dusche bin und schreibe alles auf. Hast du ein Tool, woran du es aufschreibst? Naja, also ich nutze halt, die meisten Gedanken kommen mir, wenn ich irgendwo von A nach B gehe zum Beispiel oder irgendwo im Flieger sitze oder irgendwie kommt mir vor allem im Transit so. Ja. Wenn man irgendwo von A nach B unterwegs ist. Es kann beim Gehen sein oder halt irgendwelche Transportmittel. Und da habe ich halt meistens mein Handy und da benutze ich eigentlich die stinknormale Notizfunktion, die sich mit der Cloud verbindet in meinem Fall und die ich dann eben auch auf meinem Laptop aufrufen kann. Und dann schaue ich schon, dass ich regelmäßig diese ganzen Notizen organisiere in meinem Evernote oder halt dann übertrage in meinen Scrivener. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, ich verwende Evernote und Scrivener unterschiedlich. Aber das sind so die drei Dinger, wo ich die meisten meiner Gedanken irgendwie mit reinbringe. Aber es ist wichtig, immer wieder, so alle paar Tage oder einmal die Woche oder so, da immer wieder Ordnung reinzubringen. Ja. Weil sonst, ich schreibe so viel auf und mache mir so viele Notizen und oftmals sind auch nicht alle dann wichtig, also wenn man die dann mal liegen lässt. Ja, ich glaube, bei vielen scheitert es auch nicht am Aufschreiben und an den Notizen oder Gedanken selber, sondern danach irgendwie die zu sortieren. Die und zu dann sortieren. Auch was draus zu machen, ne? Das Data Mining und dann auch zu erkennen, so was ist davon wichtig, was kann man zusammenfassen oder was schreibe ich, haue ich mir jetzt einfach wieder die To-Do-Liste voll, dass man irgendwann so frustriert ist, dass man die gar nicht mehr angeht, ne? Voll, oder auch zum Beispiel mein Evernote kann mich auch manchmal voll frustrieren, wenn man da immer noch neue Notes, ne? Und dann kennst du dich schon wieder nicht mehr auf und dann mache ich das Ding auf und bin voll überfordert mit diesen ganzen Notes und den Notebooks und so. Ja. Und es ist so wichtig, für meinen Frieden im Kopf zumindest, dass ich immer wieder durchgehe und lösche und neu organisiere und dass ich immer wieder irgendwie so einen Überblick habe, weil sonst bringt mir das alles ja gar nichts. Ja, cool, dass du das kannst, weil ich bin nämlich so ein Messi, der dann immer wieder die Listen vollknallt und am liebsten noch für jede kleinen Step, den man vielleicht auch zusammenfassen könnte oder in dem Task selber nochmal reinschreiben oder nochmal ein eigenes Ticket quasi oder ein Task anlegt und hätte ich die Feli da nicht, die so sehr, sehr ordnungsliebend ist und immer wieder da alles dann in Ordnung bringt und die Sachen zusammenfasst, dann wäre es wahrscheinlich ein reines Chaos. Also so. Ist auch echt schwierig. Also ich kämpfe auch immer wieder mit mir und muss da immer wieder Ordnung reinbringen, weil das habe ich auch gemerkt oder da habe ich mir heute noch Gedanken drüber gemacht, weil ich irgendwas auf meinem Laptop oder im Desktop aufgeräumt habe oder so. Und dass im Grunde unser Leben auf dem Laptop nicht anders ist, wie halt unser materialistisches Leben im wirklichen Leben quasi. Denn wir häufen an. Ja, klar. Und es ist zwar digital und es hat vielleicht kein direktes Gewicht, aber es ist, wie du auch sagst, es kann auch voll messy werden und dann liegt auf einmal da voll viel Zeug und es ist für mich persönlich in meinem Kopf genauso viel Gewicht, als wenn ich ein Zimmer habe, wo ganz viel Zeug drin ist. Und dementsprechend ist es wichtig, in beiden, im virtuellen Leben und auch im realen Leben immer wieder durchzugehen und das Zeug aufzuräumen. Das sehe ich auch. Ich meine, was bringen die besten und coolsten neuesten Apps? Und du kannst dann jedem erzählen, ich nutze Wunderlist und Trello und obendrauf Connected noch meine mit Evernote. 300 Top-Apps, die ich nutze. So. Genau, so. Aber wenn die dann alle vermüllt sind und du nicht in die Umsetzung gehst, dann bringen die auch die geilsten Apps nicht. Und das ist so, wie als wenn du rumerzählst, du gehst ins Fitnessstudio jede Woche eine Stunde und bist dann die ganze Zeit an einer Proteinbar oder einer Saftbar und quatsch nur. So, ne? So in der Richtung, und kommt zu nichts so richtig. Aber da habe ich auch, ich war auch vor am Anfang, als ich da so eingestiegen bin in diese ganze Online-Business-Welt, fand auch Tools und Apps und fand das alles voll spannend. Alles runtergeladen und ausprobieren und klar. Und jetzt mittlerweile bin ich echt ruhiger und entspannter geworden und muss nicht mehr alles austesten so oder schaue mir das erstmal an, wenn es jemand anderes austestet und frage den, wie er es findet, weil ich denke, ich habe jetzt so langsam so ein System, ich habe da jetzt mittlerweile kein FOMO mehr, weißt du? Also ich denke mir jetzt nicht, aber wenn ich das jetzt nicht ausprobiere, dann fehlt mir irgendwas, sondern ich habe so mein System, das relativ gut mittlerweile funktioniert und ja, ich will mich da jetzt auch gar nicht mal so einfach aus dem Konzept bringen lassen durch irgendwelche tausend neuen Apps und Tools. Ja, so, ne? Kenne ich auch, diesen Optimierungswahn und dann denkt man so, nee, da muss man aber wieder mitspielen und legt muss sich dann einfach ruhig bleiben, ne? Ganz ruhig bleiben, wie beim Fußball, never change the running team, winning team, ne? Wenn die gewinnen, dann soll der Trainer auch die gleichen Spieler beim nächsten Spiel aufstellen. Eigentlich funktioniert das dann ganz gut. Ja, jetzt sind wir so ein bisschen abgedriftet von
Rebranding, ach so, ja. Ob du das alles selber machst, ja. Und du schreibst dir deine Gedanken auf, wenn die kommen, mhm, in diese Tools. Ah, ja. Und das ganze Rebranding hast du, glaube ich, auch auf Bali, in Bali, da haben wir eben schon drüber geredet, mhm, auf Bali heißt, glaube ich, richtig gemacht. Mhm. War das jetzt Zufall oder ist Bali für dich ein besonderer Ort? Es war schon ein interessanter Zufall, dass es auf Bali passiert ist. Ich hatte eigentlich den Relaunch ja schon viel früher angedacht. Ich wollte im, ich weiß es gar nicht mehr, wahrscheinlich im November Relaunch, dann im Dezember, dann im Januar. Also es wurde natürlich und schlussendlich war es dann also jetzt im April dieses Jahres und ich war halt dann auf Bali und mehrere Monate. Und das Lustige ist, dass der Launch von Planet Backpack nämlich genau 3 Jahre vorher war und der war auch auf Bali 2012. Und das kam mir dann irgendwann, so kurz vor dem Relaunch, und ich so, wow, irgendwie kann das Zufall sein, so, ne? Und, aber abgesehen davon, ja, ist Bali für mich ein sehr spezieller Ort geworden, besonders jetzt in den letzten Monaten. Ich war, ja, knapp 4 Monate dort und habe viel Yoga dort gemacht, viel meditiert, also ich habe mir... Bin schon auch besonders deswegen so lange dort geblieben und werde auch wieder zurückkommen, wahrscheinlich immer wieder für den Rest meines Lebens, einfach weil für mich der Ort, was eben mein Lifestyle angeht, unglaublich viel zu bieten hat und ich den dort unglaublich gut umsetzen kann und dort einen sehr gesunden Lifestyle habe. Und was eben besonders Yoga angeht, was Ernährung angeht, das Meer ist vor der Haustür. Ja. Es ist ja sensationell. Hm? Cool, cool. Hast du sonst noch andere Hotspots, in denen du gerne bist? Aktuell ist bei Feli und mir ja so, dass wir immer gerne viel rumreisen, ausprobieren. Mhm. Und sehr cool ist, dass die Community gerade zusammenwächst und wir jetzt auch ein paar Mal zusammen unterwegs waren, wir in Tarifa Johannes getroffen haben. Also es macht uns gerade total Bock. Und dennoch gehen wir, glaube ich, jetzt zum ersten Mal, das zweite Mal in einen Ort im Dezember nach Brasilien. Mhm. Hast du noch andere Orte oder hast du so 2, 3 Hotspots rausgefunden, wo du dich zu Hause fühlst und die sollen es erstmal sein? Also ich bin schon noch ein bisschen auf der Entdeckungsreise durch die Welt, was besonders jetzt diesen digitalen Zen-Nomaden-Lifestyle angeht. Mhm. Für mich ist Bali, also wie gesagt, auf jeden Fall der absolute mega, mega Hotspot. Ich habe halt irgendwann rausgefunden, was mir wichtig ist an dem Ort und habe quasi da eine innere Liste, dass ich eben, wie gesagt, ein Angebot habe, um auch meine täglichen Routinen zu haben und um diesen gesunden Lifestyle ausüben zu können. Und aber auch zum Beispiel, ich bin gern am Meer. Ja. Ich bin gern dort, wo es heiß ist, wo es tropisch ist im besten Fall. Ja. Wo ich den ganzen Tag mir nicht überlegen muss, was ich jetzt anziehe. Mhm. Und ich habe gern andere Online-Entrepreneure oder eben andere digitale Nomaden um mich rum. Zumindest ein bisschen eine kleine Community wäre schon ganz gut. Infrastrukturmäßig ist halt schon... halb wichtig, dass das Internet okay funktioniert. Das ist jetzt in Bali nicht immer der Fall gewesen, war aber irgendwie auch okay für mich, da ich zum Beispiel keine Kundengespräche habe oder so. Aber wird, oder? Habe ich gehört? Bitte? Wird immer besser, ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, das ist wirklich, also jetzt gerade tut sich da sehr, sehr viel, was das Internet angeht und auch nächstes Jahr. Ich glaube, in den nächsten Monaten wird sich viel tun, auf jeden Fall. Genau, und dann aber halt, ja, dass es Cafés gibt oder halt ein Coworking Space zum Beispiel. Und also solche Dinge. Und dann, ja, was bietet sich da noch an? Für mich ist Mexiko ein guter Ort dafür. Gibt es ein paar Hotspots. Costa Rica ist, da gibt es auch so ein paar Spots, wo ich sehr, sehr gern endlich demnächst mal hin möchte. Mhm. Ich glaube, da könnte ich eventuell verloren gehen. Ja. Dann Thailand ist auf jeden Fall schon auch ein guter Ort für mich. Da bilden sich auch auf den Inseln wie Koh Lanta und Koh Phangan mittlerweile auch digitale Nomaden-Hotspots, wo aber eben auch Yoga vor Ort ist, ungesunde Ernährung und so weiter und das Meer, Insel-Lifestyle, den wir dann doch auch sehr gern mögen. Ja, also ich bin immer weiter auf der Suche, will auch wieder gern nach Indien zurück, da war ich vor Jahren mal und da längere Zeit verbringen. Ja, es ist, ich glaube, dass diese in Guatemala zum Beispiel ist auch noch ein Hotspot am Lago de Atitlan. Ah, okay. Ist auch eine recht große so Hippie-Community, wo aber auch immer mehr digitale Nomaden hingehen und Reiseblogger und so. Lese ich immer mehr drüber. Und ja, aber ich glaube, dass sich da noch viel am Entwickeln ist auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, hört sich so an, als ob dir nicht langweilig wird in den nächsten Monaten und Jahren. Nee. Du hast gerade gesagt, wo du deine täglichen Routinen machen kannst. Mhm. Was sind deine täglichen Routinen? Also
Ich kann ja mal direkt so anfangen, wenn ich morgens aufstehe. Ja, klar. Also es kommt so ein bisschen drauf an, wo ich bin. Am liebsten stehe ich so, weiß ich nicht, zwischen 6:30 und 8 auf, glaube ich. Ich stelle mir also keinen Wecker oder so, sondern stehe wirklich auf, wann mein Körper denkt, dass er aufsteht. Und das ist meistens nach ungefähr, jetzt in diesen Tagen war es meistens so nach 7 Stunden. Also weiß ich ungefähr, okay, wenn ich um 12 ins Bett gehe, dann werde ich wahrscheinlich so gegen 7 aufwachen. Und ja, ich stehe dann auf und im besten Fall gehe ich dann auf die Toilette und setze mich dann direkt hin und meditiere für 20 Minuten. Das ist gerade eine kleine persönliche Herausforderung, die ich mir jetzt gesetzt habe. Dieses RPM, Rise, P, Meditate, ist wirklich Meditation quasi die dritte Handlung ist nach dem Aufstehen und dem aufs Klo gehen. Und danach... Die Idee dahinter ist, glaube ich, dass man einen Trigger braucht oder einen Trigger hilft für bestimmte Habits, die man dann zur Routine werden lassen möchte. Genau, der Trigger ist in dem Fall auf die Toilette gehen. Das wird das dann irgendwann, das ist wie das Zähneputzen halt, das vergisst man ja auch nicht, dass man also Meditation zu etwas werden lässt, was einfach völlig automatisiert passiert. Das heißt, ich stehe auf, gehe auf die Toilette und dann ist es wie, als wäre es ein Automatismus, der mich dann auf dieses Kissen auf den Boden setzen lässt. Und los geht's mit Meditieren, dass man irgendwann gar nicht mehr drüber nachdenken muss, was man eigentlich macht. Und das mache ich jetzt für die nächsten 30 Tage, heute war Tag 3, weil sonst habe ich es meistens erst nach dem Duschen gemacht oder dann irgendwann, also später am Tag und habe halt gemerkt, dass ich oftmals es dann nicht mehr fertig gebracht habe. Also, kenne ich. Ja, das ist eben die Sache mit der Meditation. Auf jeden Fall, genau, ich meditiere und dann geht's, ja, dann tue ich Zähne putzen und eigentlich, wenn ich an einem Ort bin, wo ich Zugang zu Kokosnussöl habe oder auch Sesamöl, dann mache ich Oil Pulling. Also das heißt, ich nehme einen Schluck vom Kokosnussöl oder eben vom Sesamöl und gurgel das quasi im Mund für ungefähr 20 Minuten. Okay. Und während ich das mache für 20 Minuten, das ist einfach... 20 Minuten gurgeln? Nicht, also nicht gurgeln, sondern einfach nur so im Mund rumzwischen irgendwie. Und so durch die Zähne quasi. Und da setze ich mich hin und tue entweder auf meinem Kindle lesen oder gehe mein Instagram-Feed durch oder irgendwie so manchmal einfach auch nur hinsetzen und die Wand angucken. Das ist eigentlich sehr meditativ auch. Und das entgiftet einfach so den Körper und besonders so diesen ganzen Halsbereich und Mundbereich ist auch gut für die Zahngesundheit und ist eine sehr schöne Routine, die ich sehr empfehlen kann. Am Anfang ein bisschen komisch, aber es ist eine ayurvedische Geschichte. Okay. Genau, danach wird Zähne geputzt und ich tue wie nennt man das auf Deutsch? Nennt sich Tongue Scraper. Ich weiß jetzt gerade. Zungenschaber, genau. Seine Zunge sauber machen, das ist auch kommt auch aus der Ayurveda, ist auch sehr wichtig. Und dann ist eigentlich so das Allernächste, dass ich heißes Wasser mit Zitrone trinke. Also ich koche mir Wasser. Wenn ich Zugang zu Zitrone habe, packe ich eine halbe Zitrone rein. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann trinke ich einfach nur heißes Wasser. Und das auch ganz entspannt hinsetzen, trinken. Ja, und dann wird gefrühstückt im besten Fall. Und das ist eigentlich relativ easy zu bekommen. Das sind Haferflocken, also jetzt hier auch, ne, in unserem kleinen Dorf. Jeden Tag als Mutter haben wir Haferflocken im Laden da bekommen. Und sogar Sojamilch haben sie hier und auch Reismilch. Und manchmal ein Porridge. Und hau dann noch, wenn es irgendwie geht, Nüsse rein, also im besten Fall Mandeln oder jetzt hier gibt es nur Cashewnüsse und dann schneide ich mir noch einen Apfel rein, einen halben und ein bisschen Kokosnussmilch. Das ist eigentlich so mein Lieblingsfrühstück und das versuche ich mir wirklich auch auf Reisen zu besorgen irgendwie und das mache ich auch sehr gern selber. Ja, und dann lese ich sehr gern morgens auch. Setze mich erstmal mit meinem Kindle hin, vielleicht in die Sonne oder... Das kannst du. Also bei dir ist dann nicht so, bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich dann vor Tatendrang am liebsten schon vor dem Zähneputzen oder vor der 7-Minuten-App oder Meditation, was ich dann morgens alles noch mache, ein bisschen schon an den Rechner stürzen würde, um loszulegen. Ja. Und dann steht mein Kopf verrückt, wenn ich lesen würde. Das kenne ich, das Gefühl, hatte ich auch immer mal wieder. Und mittlerweile habe ich mir echt den Morgen zu dem Zeitraum gemacht, der einfach nur für mich da ist. So. Da will ich keine. Also das ist diese. Das kann manchmal nur eine Stunde sein, manchmal sind es 2 Stunden, manchmal 3 Stunden, aber das ist einfach nur die Zeit für mich ist. Und da sind keine E-Mails wichtig und kein Facebook und keine Blogposts und keine nichts. Oder ich will auch morgens keine Skype-Calls haben oder sonst irgendwelche Sachen.
um genau dieses Feeling eben nicht zu haben. Also ich mag das, ich liebe es, wirklich mir dann diese Zeit zu nehmen, zu frühstücken und dann mich hinzusetzen und vielleicht noch auch einen Kaffee zu trinken. Mhm. Das ist eine Sache, die ich sehr schwierig aus meinem Leben verbannt bekomme. Ich versuche weniger Kaffee zu trinken und auch nicht jeden Tag, aber mich hinzusetzen und dann zu lesen, erstmal eine halbe Stunde oder auch eine Stunde, das ist für mich die absolute Entspannung, weil das für mich so ein bisschen den Ton wirklich für den Rest des Tages setzt. Ja. Wenn ich zu früh einsteige, und also ist ja nicht so, dass ich es nie mache, aber wenn ich zu früh einsteige mit Laptop und Arbeit, dann rotiert man irgendwie so über den ganzen Tag. Und dann finde ich es viel schwieriger, Pausen einzulegen, zwischendrin runterzukommen. Und genau, auf jeden Fall ist das, genau, also nach dem Lesen geht es vielleicht dann, versuche ich, dass ich vormittags die kreativen Sachen mache, also schreiben, Blogpost schreiben, irgendwelche anderen Sachen, wenn ich vielleicht an dem E-Book schreibe, dass ich das morgens mache oder ne, alles, was so kreativ ist, um dann nachmittags halt an Dingen zu arbeiten, die, ja, weiß ich nicht, so E-Mail-Zeug oder halt so Sachen, wo man jetzt nicht so wahnsinnig viel seine kreativen Batterien anzapfen muss, weil da merke ich so, dass ab 2 Uhr nachmittags ist bei mir eigentlich der Laden ziemlich dicht dann schon wieder. Und ich kann auch meistens eigentlich nicht mehr wie 4 oder 6 Stunden am Tag wirklich was Sinnvolles machen. Also, das ist ja schon viel. Ist ja also auch schon genug, ja, ne? 4 Stunden auf Hochspannung, das ist, finde ich, ist auch schon lange, ja. Weil man merkt es ja selber, wenn man dann irgendwann da sitzt und nur noch irgendwie mit die Tabs irgendwie hin und her klickt, dann kann man eigentlich den Laden und den Laptop dicht machen. Ja. Ja, ich versuche, sobald es geht, täglich ins Yoga zu gehen. Das schaffe ich jetzt auch nicht jeden Tag, aber meistens doch. Und dann, ja, ist mir schon auch wichtig, halt, dass ich eben nicht den ganzen Tag vor dem Rechner setze, sondern zwischendrin mal wieder lese oder irgendwie, ja, weiß ich nicht, abhängen, rausgehe, mit Freunden was mache. Aber dass schon irgendwo dieser Ausgleichaspekt da ist. Und ich merke auch immer mehr, wie gut es mir tut, wenn ich 1, 2, 3 Tage zwischendrin mal gar keine Zeit habe, in den Laptop zu gucken, wirklich einfach nur andere Dinge mache und wirklich mit meinem Leben beschäftigt bin als mit dem Laptop. Und ich merke einfach, wie viel kreativer ich werde und wie viele geile Gedanken ich dann wieder habe. Das geht mir sehr schnell verloren, wenn ich jeden Tag vorm Laptop sitze, das merke ich richtig, dass ich echt unkreativer werde, gestresster werde. Ja, insofern sind die Pausentage, ich mache das nicht jetzt am Wochenende, sondern es kann immer sein, ne? Kann auch ein Montag sein oder Mittwoch oder so. Wir leben ja nicht mehr wirklich nach der Uhr oder dem Kalender. Gibt eigentlich keine Wochentage mehr. Aber ja, so ungefähr würde ich sagen, schaut das aus. Cool. Und ist es jetzt auch so, dass dein Leben in Berlin ähnlich aussieht, wie wenn du jetzt hier in Tagasu bist oder nächste Woche in Barcelona oder letzte Woche in Tarifa? Kriegst du die Routinen gleich gut hin? Fällt dir das irgendwo schwerer oder leichter? Also im Grunde versuche ich wirklich schon, dass das alles relativ gleich ausschaut, egal wo ich mich befinde, weil sonst macht es irgendwie keinen Sinn, wenn ich mich zu sehr davon ablenken lasse, an welchem Ort ich mich jetzt gerade befinde. Ich finde grundsätzlich, bin ich kein großer Fan von Großstädten mehr, weil mich die schon noch mehr ablenken oder irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ein bisschen mehr aus meinem Konzept bringen. Wir haben da kürzlich ja auch drüber gesprochen, dass wirklich es für uns leichter ist, an einem ruhigen Ort wie jetzt hier in einem Dorf oder es ist auch so viel einfacher, seine Routinen durchzuziehen. Das stimmt schon, mal ist mehr bei sich selber, mal ist einfach generell ruhiger. Ja. Und da werde ich mich, glaube ich, zukünftig schon ein bisschen mehr darauf fokussieren, dass ich mein Leben vermehrt an ruhigen Orten und in, die auch nah an der Natur sind oder Meer sind oder so, jetzt wie in so einem Dorf verbringe, statt zu lang in größeren Städten. Und ich glaube, mein Limit liegt so bei 2 Wochen Großstadt. Aber im Grunde genommen schaue ich schon, dass meine Routine ungefähr so ausschaut. Doch. Also da lasse ich mich jetzt nicht mehr so krass aus dem Konzept bringen. Nee. Ja. Ja, du bist ja jetzt auch schon lange dabei. Wie lange lebst du den Lifestyle schon? Ja, so bald 3,5 Jahre ungefähr, so in dem Stil. Aber jetzt so richtig auch holistisch quasi und so gesundheitlich nachhaltig vielleicht. So richtig, richtig so seit 1,5 Jahren, glaube ich, würde ich sagen. Ja. Auch mit viel Yoga eben und Meditation. Noch intensiver durch die gesündere Ernährung halt jetzt seit ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr. Also es ging bei mir schon auch so peu auf Höhe. Und einfach, dass man, wenn man mehr Bewusstheit entwickelt in seinem Leben, dann geht es halt von einer Ebene dann zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten und dementsprechend infiltriert quasi die Bewusstheit immer weitere Gebiete im Leben. So, ja, das ist ganz spannend. Ja, ich glaube gerade in der Selbstständigkeit und dann noch zusätzlich viel on the road und viel neue Menschen, das lässt einen so wachsen, auch persönlich, dass man da immer wieder neue Levels entdeckt oder Ebenen oder Patterns so im Leben. Und ich
glaube, so was du vorher noch gesagt hattest, auch so, und was auch so ein bisschen meine Sichtweise der Dinge ist mit dem digitalen Nomadenleben, ist, dass wir halt denken, so, wir haben ein Leben volles unkonventionelle Leben, so, ne? Und wir sind ortsunabhängig und ja, voll geil und so, und arbeiten, wann wir wollen, yeah, weißt du, und sitzen am Strand statt im Büro und so, voll geil. Und dann aber gleichzeitig das zu McDonald's rennen, ne? Oder halt nur vorm Laptop sitzen und seinen Rücken kaputt machen und seinen Körper kaputt machen und keine Zeit, nicht genügend Zeit mit seinen Freunden zu verbringen oder mit seiner Partnerin oder solche Sachen. Und da habe ich mir halt irgendwann gedacht, so, das kann es irgendwie nicht sein. Wir müssen echt gucken, dass wir das auf alle Levels und Ebenen bringen. Und dass wir dieses unkonventionelle Leben halt, ja, das kann nicht nur in der Arbeit und auf Reisen passieren, sondern das kann überall passieren. Und für mich heißt halt etwas unkonventionell zu tun, heißt für mich, ich nehme was Konventionelles und mach's halt besser, mach's anders, mach's besser, um halt noch schöneres und noch intensiveres Leben haben zu können. Deshalb ist ja cool, dass du das so outgoing und public auch vorlebst, glaube ich, für die ganzen Leute, die jetzt nachkommen. Muss nur fairerweise sagen, dass ich glaube, gerade am Anfang ist man natürlich sehr damit beschäftigt, so die Kohle reinzukriegen. Absolut, und ja. Ich hatte da auch zusammen mit Feli Null Zeit, mir da Gedanken über neue Routinen und Strukturen oder so zu machen. Da ging es dann erstmal darum, nur diese 1.000 Euro oder 1-2 pro Monat so irgendwie zu verdienen mit irgendwas. Und man war Tag und Nacht dann damit beschäftigt, quasi in diesen Lifestyle reinzusteppen. Aber irgendwann, ich glaube, das merkt man dann selber, kommt man an so einen Punkt, wo man denkt so, okay, what's next? Das haben wir jetzt soweit ganz gut im Griff irgendwie. Die Kohle kommt rein, aber ich bin unausgeglichen oder ernähre mich nicht gut oder so. Ich glaube. Aber ich glaube, dass genau das so ein bisschen auch der Trugschluss ist, ne? Also ich kenne das auch, das stimmt. Und klar, ist natürlich am Anfang erstmal Kohle. Und nach dem Geld oder Einkommen ist halt die Geschichte, die sehr nah mit unseren Existenzängsten verbunden ist. Und das ist natürlich auch so eine Urangst. Und natürlich ist das so eine Angst, die man erstmal irgendwie füttern möchte, damit die eine Ruhe gibt. Und deswegen ist klar, erstmal Kohle verdienen, ja, Kohle verdienen. Ja. Andererseits finde ich, es ist ein bisschen Trugschluss, zu denken, dass wenn man Balance da quasi das Equilibrium herstellt, dass nur weil man da quasi seinen Fokus drauf macht, dass das dann okay wäre. Dann sagen wir mal, wenn ich regelmäßig meditiere, wenn ich schaue, dass meine Ernährung in Balance ist und dass die gesund ist, wenn ich den Ausgleich habe, mich mit sozialen Kontakten oder was auch immer, dann bringt es zum einen generell schon mal auch viel mehr Gelassenheit in dein Leben, nimmt dir auch mehr die Ängste, finde ich. Du hast viel bessere Voraussetzungen, überhaupt produktiver zu arbeiten. Also im Grunde genommen schafft es erstmal die richtige Voraussetzung dafür, dass du dann wirklich effektiv und produktiv und super kreativ und bewusst an deinem Business arbeiten kannst. Also die Frage ist mit der Henne und dem Ei so ein bisschen. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Und ich finde, dass es schon geht. Vielleicht nicht, dass man jeden Tag dann ins Yoga rennt oder, weiß ich nicht, etliche Zeit damit verbringt, irgendwelche veganen Blogs zu lesen, aber schon, dass man so die App-Pfeiler ist, finde ich, ist schon sehr wichtig, denn wenn es in einem Bereich hakt, ne, wenn es meiner Meinung nach meiner Gesundheit nicht gut geht oder ich nicht den Ausgleich habe, zum Beispiel durch Sport oder Yoga oder sowas, dann meiner Meinung nach kann ich nicht mein Bestes im Business-Bereich geben, weißt du, oder gleichzeitig, wenn es in meinem Business scheiße läuft, dann hat das wahrscheinlich auch Effekte auf meine Beziehungen und auf meine Gesundheit und so weiter. Also deswegen finde ich, ist es schon wichtig, dass man da immer guckt, dass da ein Gleichgewicht herrscht. Denn irgendwann wird immer mal wieder eine Krise aufkommen in einem dieser Lebensbereiche. Ja, sei es nun in der Beziehung, sei es im Business oder wo auch immer. Und dann ist es so sau wichtig, dass die anderen Bereiche halt irgendwie trotzdem im Einklang sind. Ja, ja. Es gibt ja auch diese Theorie von dem Lebensrad, wovon du gerade gesprochen hast, die verschiedenen Lebensbereiche. Und wenn das in einem Bereich dann super gut funktioniert, im anderen gar nicht, dann eiert das Rad natürlich total. Also, und absolut. Irgendwann dreht sich das Rad gar nicht mehr. Ja, so ist es. Also ich finde einfach, ein Gleichgewicht herzustellen und das in allen, also ja, in seinem ganzen Leben. Und ja. Du hast eben gesagt, du hast so vor 3,5 Jahren mehr oder weniger mit dem Lifestyle angefangen. Damals gab es in Deutschland das Thema noch nicht in der Form, glaube ich, so wie es heute präsent ist, um nicht zu sagen, eigentlich gar nicht. Ich glaube, du warst so eine der Ersten in Deutschland, die es nach vorne gebracht haben oder auch das erste Mal drüber geschrieben haben auf deinem Blog. An wem hast du dich da orientiert und was würdest du sagen, unterscheidet die Szene
in den USA, wahrscheinlich hast du dich an den Amis orientiert, von den Deutschen. Also damals und vielleicht auch jetzt haben wir da irgendwie den Gap geschlossen oder sind die jetzt immer noch ein Stückchen weiter vor uns? Mhm. Ist das normal, weil es andere Kulturen sind? Wie denkst du darüber? Also so meine Vorbilder damals waren, ich bin halt auch eingestiegen mit dem Klassiker, ne? Hier Tim Ferriss. Ich weiß noch, habe ich das Audiobuch gehört, damals auf dem Weg zur Arbeit in meinem ersten und letzten Job in Berlin. Auch noch irgendwie schwarz runtergeladen oder so, hast du letztes Mal erzählt. Ja, ich hatte ja keine Kohle mehr, irgendwelche Audiobücher oder irgendwelche Kindle-Bücher zu kaufen. Und nochmal ausgedruckt als PDF-Version. Ja, genau, ausgedruckt, die PDFs sind so ganz, ganz Klassiker irgendwie. Genau, auf jeden Fall. Ja, und von dem bin ich dann, glaube ich, einer der ersten Blogs war dann hier Chris Gillibo mit The Art of Nonconformity. Ich weiß, hier Jonathan Mead, genau, der hat damals Illuminated Mind oder so, der macht heute Paid to Exist. Sean Ogle von Location 180 und hier, wer war denn noch? Ja, Thrilling Heroics hier, Cody McKibben, dann noch so ein paar andere, die heute aber was ganz anderes machen. Also ja, ich bin da voll eingestiegen mit den ganzen Jungs. Ach, und dann gab es Emily Wapnick von Puttilack zum Beispiel, genau, das war auch ein Mädel. Also hab da echt viel konsumiert damals. Und während der Arbeit? Während der Arbeit, vor der Arbeit, nach der Arbeit, die ganze Zeit eigentlich. Hab echt viel gelesen. Und deine zweite Frage war jetzt, wie da so der Unterschied ist, ne? Genau, die Unterschiede. Ja, also ich bin halt schon seit einigen Jahren auch noch relativ fast von Anfang an im Dynamite Circle, in der internationalen Community für Online-Unternehmer und bin also von Anfang an sehr viel international unterwegs gewesen und habe auch viele Freunde, die international sind, englischsprachig sind, viele Amis, Australier, Engländer und so weiter. Und klar, die sind natürlich viel weiter. Also als ich angefangen habe, auf Deutsch auf meinem Blog über ortsunabhängiges Leben und Arbeiten zu schreiben, das war so Anfang 2013 und da war das halt alles noch voll neu und deswegen gab es dann auch so viel Medienaufmerksamkeit, weil ja in Deutschland, wir hängen da halt einfach ein paar Jahre hinterher. Während im englischsprachigen Raum hat das so angefangen, also hier die ganzen Jungs, die sind gestartet mit ihrem Blog so 2008, 2009 und dann war also das 2013, war das ganze Thema ja dann schon 5 Jahre alt. Ich glaube, Tim Ferriss war 2006 oder 2007, war ja schon eigentlich voll die alte Socke so, ne? 2010 war der schon bei For Our Buddy oder so, ne? Eben, und also klar, die sind uns natürlich einige Jahre voraus und dann, und ich habe halt schon immer so gesehen, krass, okay, bei uns die Community ganz klein so, wir waren ja echt nur eine Handvoll Leute so, ne, lange Zeit, ja. die wirklich den Lifestyle so ausgelebt haben und auch drüber geschrieben haben. Und trotzdem ist ja kaum was nachgekommen. Und trotzdem ist lang nichts nachgekommen und ich finde sowieso auch, also gerade durch hier eure DNX und das hat schon einen fetten Push gegeben, finde ich, in Deutschland. Also ich glaube, wenn ihr die DNX nicht gestartet hätte, glaube ich, wären wir wahrscheinlich jetzt immer noch 5 Hanseln, die auf dem Tempelhofer Feld, die eine auf digitalen Nomaden machen. Aber ja, heutzutage sehe ich den Unterschied darin, dass halt einfach dadurch, dass das schon noch alles ein bisschen rückständig ist bei uns in Deutschland. Ja, die Community wächst, ist aber noch nicht so ganz professionalisiert einfach. Viele Leute sind noch im Anfangsstadium. Also ich glaube, in den nächsten 2-3 Jahren wird sich da viel tun. Ich sehe da schon auch die ein oder anderen richtig geilen Potenziale. Das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen macht bei den Deutschen, ist einfach, der Durchschnittsdeutsche oder auch der Durchschnittsdeutsche Digital Nomade sich nicht so viel zutraut, dass so ein bisschen das Selbstbewusstsein fehlt. Einfach wirklich sich die Leute, die so viel Selbstzweifel haben und das finde ich ein bisschen schade, ob das jetzt eine Mentalitätsgeschichte ist oder ob das vielleicht auch mit der Zeit kommt, wenn es noch mehr Leute gibt, die richtig geile Sachen rocken mit ihrem ortsunabhängigen Business, weiß ich nicht, aber ja, ich würde mir wünschen, dass wirklich die Leute einfach mal machen so, ne, diese Machermann, also einfach nur tun. Ja. Und da ist, glaube ich, noch definitiv Potenzial nach oben vorhanden. Ne? Ja, dann keine Ahnung. Also da sprechen wir uns auch schon länger die Köpfe und reden uns die Münder. Heißt, woran das jetzt liegt, dass das gerade in Deutschland vielen Menschen so schwer fällt, rauszusteppen. Ja.
gerade bei uns, wo man so weich eigentlich dann auch im sozialen System auch wieder aufgefangen wird, falls es da mal nicht funktionieren sollte. Krass, so, ne? Mhm. Und in anderen Ländern hauen die Dinger raus, versuchen es und knallen dann aber richtig auf den Arsch und müssen sich wieder aufrappeln. Und was passiert bei uns im schlimmsten Fall? Du kriegst irgendwie ein paar Monate Arbeitslosengeld und lässt dich wieder anstellen. So. Lässt sich halt bei Hartz IV anstellen. Also es gibt halt echt Schlimmeres. Aber ja, die Risikobereitschaft ist auf jeden Fall einiges niedriger. Mhm. Ich denke, dass... Ja, also ich glaube schon auch, dass es ein bisschen was mit der deutschen Mentalität zu tun hat irgendwie. Dass wir wirklich ein bisschen gebremst werden durch die Art und Weise, wie wir aufwachsen, durch ja einfach schon ein bisschen konservative Einstellung, was Unternehmertum angeht und neue Sachen und Dinge anders machen und so, ne? Und, ja, also man ist echt mega stark, das merke ich jetzt, wo es vorbei ist und wir quasi diese Konvention gebrochen haben, man ist da mega stark mental beeinflusst, was von einem erwartet wird. Mhm. Und gerade die Gesellschaft oder so, das ist jetzt ein hochtrabender Begriff, aber irgendwie, ich habe mich immer mega klein gefühlt und mir nichts zugetraut. Und obwohl ich eigentlich ganz echt gut geskillt gewesen bin, auch im Online-Marketing, und weil ich aber nur mit diesen ganz krassen SEO-Cracks in so einer Mini-Nische unterwegs war, dachte ich, was sollen die denn jetzt über mich denken, wenn ich sage, ich biete WordPress-Seiten an. Ja, ne? Da lachen die sich doch tot. Ja, dass man dieses Ding so, was denken andere von mir, das ist auch so ein Blödsinn einfach nur, aber das ist irgendwie echt so in uns drin, ich weiß auch nicht so, mit so, ich weiß auch nicht, vielleicht sind unsere Gärten oder unsere Häuser zu nah aneinander gebaut in Deutschland oder so, dass man immer guckt, was der Nachbar macht. So ja, was, irgendwie das so. Die von so. Aber ich denke, es wird besser und je mehr jetzt nachkommen und je mehr auch darüber schreiben und je mehr Events dazu stattfinden und umso mehr Leute da sind, an denen man sich orientieren kann, ich glaube, umso leichter fällt es dann auch, jemand, der jetzt gerade erst damit in Kontakt kommt, zu sagen, ey, fuck it, ich versuch's jetzt, andere haben es auch geschafft. Hoffentlich, eben, klar, finde ich auch, also definitiv. Ich glaube, je mehr es werden, je mehr erfolgreiche Beispiele es gibt, desto mehr trauen sich die Leute das dann vielleicht auch zu. Ja, absolut. Ja, welchen Tipp würdest du deinem 20-jährigen Ich geben? Mein 20-jähriges Ich? Ach du Scheiße. Wenn ich mir jetzt gerade überlege, wie ich mit 20 drauf war, da war ich gerade auf meinem allerersten außereuropäischen Backpacking-Trip in Thailand und so, 4 Wochen schöne Party, Vollmoon-Party auf Koh Phangan, so die ganze Palette durch. Alles durch, ja. Da habe ich auch noch gedacht, ey, Yoga ist irgendwie was für die voll abgespaceden Leute. So, die Birkenstockler. Also das würde ich auf jeden Fall auch meinem damaligen Ich erzählen, ist, hey, fang doch mal mit Yoga an, probierst du einfach mal aus. Meditation hätte ich, also würde ich definitiv, also ich wünsche mir, ich wäre mit Meditation aufgewachsen. Und ich hätte, also alles, was jetzt sich so etabliert hat in meinem Leben, ich wünschte mir schon wirklich sehr, dass ich so viel früher hätte damit angefangen, auch mit der gesunden Ernährung, dass ich, mit 20, mit 20 bin ich dann auf die Uni, ich hätte wahrscheinlich schon viel früher während der Uni mit einem Online-Business starten sollen. Solche Sachen, also im Grunde alles, was ich jetzt mache, hätte ich einfach gern schon viel früher gemacht, weil stell dir mal vor, ey, wenn ich vor 10 Jahren damit eingestiegen wäre, wie geil. Aber ich glaube, das haben so viele, die sagen, so hätte ich das halt damals schon irgendwie früher gemacht mit dem Wissen, was ich heute habe. Oder es ist voll oft so, du implementierst irgendeine Sache neu und dann merkst du, es funktioniert, das ist cool, es tut mir gut. Und dann denkst du, wie behindert bin ich eigentlich, warum habe ich das nicht schon vor 5 oder 10 Jahren gemacht, obwohl ich eigentlich das gleiche Wissen darüber hatte. Aber irgendwas... Krass, hat damals noch nicht gepasst. Am Ende des Tages ist es doch so, aber halt auch wieder, es ist alles so gekommen, wie es kommen soll. Ja. Ich habe halt meine Lektionen so lernen müssen. Manchmal auf die einfache, manchmal auf die harte Tour. Und wenn ich jetzt zurückdenke, wann bin ich dann eingestiegen? So mit 27 oder so. Ja. Also ich habe halt einfach diese 7 Jahre extra gebraucht irgendwie scheinbar. Ja, andere noch länger. Ich bin jetzt 37. Zu alt ist man nie. Also das ist ja auch und das Coole ist ja, man lebt ja im Jetzt. Und wenn du sagst, so wie es jetzt ist, ist gerade für dich perfekt und du würdest deinem 20-jährigen Ich quasi das alles ans Herz legen, so wie du jetzt dein Leben aufgestellt hast, dann ist man, glaube ich, schon sehr mit sich im Reim, aber perfekt. Ich glaube,
das Leben kann in 3 Jahren, man kann sich manchmal gar nicht vorstellen, wie viel Potenzial man in sich trägt und was noch alles Geiles passieren kann. So. Und wow, ja, spannend auf jeden Fall. Auch wo es uns noch hinführt, wo es mich hinführt oder dich oder ja. unsere eigenen persönlichen Entwicklungen und unserem Business. So. Ja, das ist richtig geil. So. Ja, wenn man nur mal überlegt, was so im letzten Jahr passiert ist. So. Das ist so mega krass, wenn man überlegt, das ist jetzt, glaube ich, gerade mal ein gutes Jahr her, dass wir so die erste DNX im Beta-Haus gemacht haben und gar nicht wussten, was passiert jetzt überhaupt. So. Ja. Wie reagieren die Leute? Stark. Ja, ist geil. Und das ist gerade auch so das Spannende halt, ne, an dem ganzen Leben so das oder an unserem Lifestyle, dass wir, ja, dass so viel passieren kann, immer, so ständig so, weil eben diese Freiheit da ist und dieser ganze Space da ist, das, den man dem Leben geben kann. Ja, ja. Weil man eben nicht die ganzen Pläne machen muss, weil eben nicht diese 9-to-5, dieses Gefängnis uns die ganze Zeit gefangen hält irgendwie, sondern wir geben quasi unserem ganzen Leben den Raum, um dass alles zu jeder Zeit quasi passieren kann. Und das ist sauspannend. Welche 3 Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen, die nicht zum Überleben notwendig sind? Okay. Ich habe mir hier so ein paar kluge Fragen aufgeschrieben, wie du merkst. Nee, die könntest du ja fast schon für mich beantworten, glaube ich. Ich würde mitnehmen meine Yogamatte. Mhm. Ich würde mitnehmen mein Kindle oder halt auch, weiß ich nicht, ein Buch auf jeden Fall und ein Notizbuch und ein Stift zum Schreiben. Ja, das wären, glaube ich, 3 Dinge, die mich sehr wichtig wären. Da wäre ich dann erstmal ausgelastet, glaube ich, auf einer Insel. Ja, und Insel ist ja schon mal cool, weil Strand, Meer. Eben, also ich meine, Notizbuch ist ja dann wieder Laptop, ne? Quasi. Ja, läuft. Ja, perfekt. Und wer sind die 3 oder 5 Menschen, mit denen du dich am häufigsten austauschst? Also im Moment, es kommt echt vorher mal ein bisschen drauf an, wo ich gerade auch bin. Also jetzt gerade im Moment bist es du und Feli. weil wir echt hier einen so auch Mitbewohner machen. Ne? Aber das erste Mal, dass es funktioniert hat, ne? Ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch schon lange und immer gesagt, so, da ist die Conny, da sind gerade Markus und Feli und irgendwie sind wir immer aneinander vorbeigereist. Stimmt, in Berlin haben wir auch nie richtig viel Zeit gehabt. Richtig mal es geklappt hat, ja, das stimmt. Ja, ist cool. Also meine Mama ist auf jeden Fall eine meiner Top-Leute, mit der ich regelmäßig in Kontakt bin. Hat die dich von Anfang an unterstützt? Ja, bei diesem unkonventionellen Weg? Immer, die waren klar. Also dadurch, dass ich halt echt schon seit ich ein Teenager bin, dieses ich muss weggehen in mir trage, sind die das also schon lang gewohnt gewesen. Und auch, dass ich war ja vorher Tauchlehrerin. War irgendwie ein paar Jahre unterwegs und habe immer schon ein bisschen die Dinge ein bisschen anders angegriffen. Aber dadurch, dass ich eigentlich auch aus einer Unternehmerfamilie komme, war das für die eigentlich ganz okay. Ja. Fanden es auch besser, als ich da meinen Job hatte da für ein halbes Jahr lang in Berlin und dachten sich, ja geil, Conny ist jetzt erstmal aussortiert und gibt jetzt erstmal Ruhe. Aber die im Grunde genommen war es meiner Mama immer wichtig, dass es mir gut geht und dass ich was mache, was mich glücklich macht. So, das hat sie immer unterstützt und da bin ich schon sehr dankbar. Deswegen, ja, sie ist auf jeden Fall eigentlich so eine meiner besten Freundinnen. Dann habe ich so ein paar Freundinnen, mit denen ich einfach wirklich regelmäßig in Kontakt bin, die mich einfach, sei es nun, was mein Business angeht oder auch was mein Herz und meine Seele angeht, die ich erstens immer anrufen würde, und mit denen ich aber auch regelmäßig in Skype-Kontakt bin oder schaue, dass wir uns irgendwie regelmäßig sehen, einfach weil mir der Kontakt so unglaublich wichtig ist und der geht für mich auch sehr tief. Also manchmal sehe ich die monatelang nicht oder ein ganzes Jahr lang nicht, aber wir sind wirklich regelmäßig in Kontakt und haben auch alle so ein bisschen eben dieses Ding in uns, dass es mit uns weitergeht immer, also mit unserem eigenen Leben und unserem eigenen Business und als würde man sich gegenseitig so ein bisschen coachen auch. Ja. Und ich habe schon auch eben gemerkt, durch dieses ortsunabhängige Leben, das halt sehr wie soll man sagen, es ist halt natürlich sehr schwierig, Freundschaften aufrechtzuerhalten, wenn man viel unterwegs ist, ne? Aber dadurch habe ich noch viel mehr festgestellt, wie wichtig mir Freundschaften sind, wie wichtig mir tiefe Freundschaften sind. Weil klar kann ich viele Leute kennen weltweit, aber das heißt noch lange nicht, dass dass die dann auch wirklich da sind oder dass die mir dann auch gut tun oder dass dann die Beziehungen wirklich einen Wert haben. Und
Ja, deswegen, also ich habe schon wirklich so meine, ja, so meine drei, vier Mädels, die immer da sind und mit denen ich regelmäßig in Kontakt bin. Mhm. Okay, cool. Bevor wir zum Ende kommen, nochmal eine Frage. Hast du ein Mantra, ein Lebensmotto, nach dem du lebst, was du unterschreiben würdest? Tja, das ist eine echt gute Frage. So, hattest du mal eins? Hatte ich mal eins. Hattest du mal andere Ziele als die, die du jetzt hast? Also ich glaube, ja doch, ich hab schon eins. Das wissen eigentlich meine Blogleser auch relativ genau. Nipselt, das kommt, das hat irgendwie auch seinen Hintergrund irgendwo, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, aber nicht in Problem, sondern in Lösungen denken. Das kenne ich von dir, ja. Wenn was scheiße ist, dann fokussiere nicht auf die Scheiße, sondern schau, wie du es besser machen kannst, wie du das Problem lösen kannst. Ist nicht so, dass ich nur immer wunderbar an Lösungen denke und dass deswegen mein Leben immer super toll ist, absolut nicht, absolutes Gegenteil. Musste auch durch viel blöde Sachen durch die letzten Jahre, aber grundsätzlich schaue ich wirklich, dass ich mich nicht zu arg auf die Problematik konzentriere, sondern direkt in den nächsten Schritt gehe, in okay, was kann ich machen? Und wenn ich unzufrieden mit meinem Leben bin, wenn ich unzufrieden mit meiner Beziehung bin, mit meinem Business, mit whatever, dass ich einfach schaue, okay, wie kann ich es besser machen, was kann ich verändern? Ja, ja. Statt nur zu jammern und sich auf das Problem zu fokussieren und sich selber in diese Opfermentalität zu bringen, wirklich da rauszugehen aus dieser negativen Energie, die so statisch ist, und reinzugehen ins Machen, in was tun. Und dann, nur wer aktiv ist, dem kann auch wieder was einfallen, ne? Ja, und vom nur über das Problem nachdenken wird die Situation halt einfach echt nicht besser. Und ich weiß, dass das oft so leicht dahergeredet ist. Aber trotz allem ist das schon so wirklich mein Leitsatz, besonders was Business angeht und wenn so tägliche Sachen in meinem Leben auftreten. So. Ja. Cool. Ja, vielen Dank, Conny. Ja, voll gern. Hat voll Spaß gemacht, Markus. Ja, haben wir jetzt auch, glaube ich, ein bisschen länger aufgenommen als geplant. Nee, ist doch gut. Knappe Stunde, kennen wir ja schon von der DNX. Super, ja, nee, wir können also einfach nur alles kurz erklären, das ist immer schwierig. Nee, das ist auch scheiße und dann verliert man auch das Gesamtbild. Ja, nee, manchmal muss man auch einfach ein bisschen ausführen. Ja, perfekt. Super. Also danke. Ja, voll gern. Und bis bald. Peace out. Danke, du auch. Lifehacks Folge 4 live aus Tagasu war das mit Conny Wiesalski. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir bitte eine Rezension auf iTunes. Wir hören uns bald wieder. Peace and out.